Erstmal gucken, dass ich die Leute beobachte. Einer vom Haupteingang. Ja. Mal oben die Scheiben alle kaputt schießen. Mal gut raus schon. Oh, guck mal, Les ist dieser. So, ich bin schon mal fast oben. Wir hatten diese Fässer hier hingetan. Ich nicht. So, der eine ist oben bei mir. Passt hier schön auf. Getötet. Thank you.
20.000 rausgeschleppt, ja. Yeah. Ich habe auch was raus. Nein! Er hat einfach die Tür vor mir zugemacht. Mein Kollege. Und das müssten wir hinkriegen, oder? Ich habe noch mal Geld runtergeschmissen. So 12. Oh. Ja. Kann man auch gewinnen. Jeder kann die Fässer. Das war doch klar, oder? Kleinen Vieh, ich mache auch Mist, deswegen mache ich immer am Anfang das Geld direkt rein. Hackt mal bitte die ATMs nicht. Die Geldautomaten? Ja. Hä? Ich habe doch gerade gesagt, ich will die hacken. Warum lässt... Hinter dir! Was machst du denn? Habe ich nicht gesehen. Und warum soll ich die nicht hacken? Weil wenn ich die hacke, ich 8.000 kriege statt 5.000. Ja, du hast einfach die gleiche Klasse genommen wie ich. Ja, das wusste ich doch nicht. Ja. Schade. Schade, schade. Da liegt die Leiche von Les. Da kommt wieder der Polizei, Feuerwehrmann. Lass hack mal, ich sag dir Bescheid. Oh, ich ja, danke, ich muss Bescheid sagen. Sorry, ich war gerade beschäftigt. Ah, egal. Scheiß Hunde, aber Alter. Fangen aber wirklich rumzuballern. Hä? Ich hab gerade die Kamera ausgesteckert. Und dann war der schon da. Oh, Les, nein. Warum er weggeballert? Ich fand das einfach genial. Also ich bin tot, du solltest ein bisschen auf dein Leben aufpassen, Frakas. Wir haben keine mehr. Hm. Immer die restlichen gehackt. Ist, dass man sich nicht umgucken kann. Feueralarm. Der Feuerwehrmann kommt nach oben. Wir machen mal hier ein zweites Feuer. Down. Jetzt mal die Werste nur wegfliegen, ne? Nach dem 10 jetzt. Hallo, Käferchen. Jetzt haben wir nur noch den Random und der ist ziemlich anfängerisch. Der hat nämlich am Anfang die Fässer hingestellt und wusste gar nicht, wofür die sind. Ich kenne mich halt immer noch nicht auf der Karte aus. Vielleicht sollte ich erstmal den einen Typen nehmen, der seine Verwandlung komplett durchkriegen kann. Dann kann ich so ein bisschen mal die Bank besichtigen.
Dann sollten wir erstmal gar nichts einsammeln. Erstmal nur alles hinten droppen. Die Automaten hacken immer alles schön. Ja, das Problem war, ich habe ja unten schon alles gehackt gehabt. Guck mal, wenn er das jetzt angezündet hätte, wäre er auch gestorben.